Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ja, wir spielen heute wieder eine Runde Frankreich Projekt im LS22. Ja, wir haben jetzt hier mal das ganze Mineralfutter aufgeladen, wo wir in der letzten Folge gekauft haben. Fahren jetzt mal zurück zum Hof. So, müssen wir hier einmal rum. Das war wieder klar, die Autos, jetzt war ich ganz kurz abgelenkt. So, also jetzt geht's los hier. Also wir haben jetzt hier alles aufgeladen, wir werden das jetzt mal kurz neben dem Kuhstall, denke ich, einfach mal kurz abladen. Drei Stück oder so, ich weiß nicht, wie viel die immer ungefähr verbrauchen. Müssen wir mal schauen. 14.000 Liter haben wir jetzt mal hier geladen, in Palettenform. So, wir hängen jetzt aber gleich unseren Straubenanhänger nochmal an und laden die Silage wieder in den Stall. Ich bin echt gespannt, wie viel da reinpasst. Wir haben jetzt schon 100, über 100.000 Liter haben wir schon drinnen. So, den Einhänger hier, den Tieflader. Den lassen wir mal mit Absicht hier. So, perfekt. Dann holen wir mal da vorne den Hänger. So. Jetzt ist die Frage, wenn wir da rückwärts hinfahren, geht es schneller wahrscheinlich, oder? Bevor wir ihn also wieder umdrehen. Bin mal gespannt, ob der ganze Hänger da jetzt noch reingeht. So. Ah, okay, jetzt ist voll. Wir haben hier 115.000 Liter Silage drin. Okay, perfekt. Heißt, wir lassen den Hänger hier mal stehen. Wir können mit dem jetzt eh noch nichts anfangen. So, laden jetzt mal noch kurz drei von diesen Paletten hier ab. Ich habe mir nämlich so gesagt, drei Stück. Oder vier, je nachdem, werde ich mir jetzt mal hier direkt vor Ort abstellen. Hoppala. Gibt's doch nicht. Jetzt hat's da. Ach, das sind drei aufeinander. Okay, das packt er ja eigentlich nicht. Oh Mann, was ist das jetzt für eine Katastrophe? Ja, drei packt ihr nochmal nicht. Da standen immer nur drei, weil ich am Ende noch eine oben drauf gestellt habe. Ah, okay, perfekt. Ja, wenn das so geht, dann kann ich ja theoretisch gesehen einfach hier nebenhin fahren. Das wäre natürlich jetzt ganz perfekt. Jawohl. Zeigt das mir auch irgendwo an? Mineralfutter, ja. Ja, wisst ihr was? Dann lasse ich doch den Hänger hier so stehen gleich. Mach mal hier die ganzen Spanngürtel weg, wo wir nicht mehr brauchen. So. Ah, ne. So, genau die Palette hier, die laden wir mal noch schnell auf. Scheißegal, wie auf Hauptsache auf dem Hänger. Perfekt, der nimmt die sogar noch. So, und dann würde ich sagen, geht es los. Wir kaufen jetzt hier mal unsere ersten Kühe. Mal hier schon den Motor aus.
dafür gehen wir einmal hinten ins Tiermenü. Ich würde sagen, wir kaufen uns zwei Arten. Wir kaufen uns Milchkühe und davon zwei Arten, würde ich sagen. Und zwar würde ich sagen, einmal hier, die sind Unterschied Alter 18 Monate, das passt. Würde ich sagen, kaufen wir mal 50. Ja, und dann würde ich sagen, kaufen wir uns noch Braun Swiss 18 30. Kann man dann nochmal wiederholen? Braun Swiss 12. Hier, aber ich will. Warum nur eine? Na egal, machen wir 80. 80 Stück. Mal gucken, jetzt haben wir endlich haben wir unsere Kühe. Ja, easy. Perfekt, alles eingestreut, alles. Schöne Weide. Sehr schönes Feeling hier. Hinten so schön, außen vom Hof, haben sie ihre Ruhe, schön mit Wasser da hinten. Ich würde sagen, super Feeling hier auf dem Hof. Jetzt schauen wir mal hier. Und zwar Kühe, Nahrung, Heu. Ja, es muss wahrscheinlich noch laden. Weil er muss der Mischration 100% gesamt. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wann der anfängt zu mischen, immer der Roboter. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Um wie viel Uhr der da immer das Mischen anfängt. Aber wir haben jetzt unsere Kühe. Wir werden jetzt auch Milch produzieren. Ihr seht, hier ist jetzt schon mal auf. Vielleicht fängt der jetzt dann auch bald an. So, unseren Hänger mit Silage. Müssen wir mal schauen, wo wir den hinstellen. Ich hätte gesagt, einfach mal hier hinten hin, so an die Seite oder so. So. Perfekt, da haben wir jetzt unsere Kühe auch. Dann können wir jetzt uns demnächst dann wieder dran machen. Wir müssen noch einen Ballen zu kleinere kaufen. Wir müssen noch die ganzen Produktionen müssen wir noch bauen. Dann würde ich sagen, läuft es hier nach und nach. So, hier einfach hier ganz hinten hin. So, dann geht's den Kühen hier hinten perfekt. Denen geht's gut. Wir schauen mal kurz. Wir laden mal noch schnell hier alles ab. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass er das nimmt. So, perfekt. Der wird nämlich auch noch die andere Palette hier noch nehmen. Können wir den Hänger nämlich auch wieder gleich aufräumen. So, den Hänger aufräumen, Palettengabel kann man wieder wegtun. Und dann müssen wir direkt weitermachen. Ich glaube, Tiere haben alle versorgt. Ich glaube, da müssen wir jetzt gerade gar nichts machen. Gewächshäuser und so müssen auch alle versorgt sein. Haben wir letztens erst geschaut. Boah.
Was ist das alles? Das ist mir auch noch nie passiert. Was ein Fail. Ja, okay. So. Tiere versorgt, alle, weiter geht's, dann würde ich sagen. Hänger ist weg. Wir fahren jetzt hier mal schnell noch die Palettengabel aufräumen. So, haben wir jetzt eigentlich alle Tiere auf dem Hof, bis auf Pferde. Aber mit Pferde müssen wir mal gucken, weil ich weiß nicht, ich hatte jetzt nicht so viel Bock eigentlich drauf. Wenn man die halt eben auch noch ausreiten muss und den ganze Zeug. So. Perfekt. So, jetzt schauen wir noch mal schnell, wo wir genau was machen müssen. Ich denke, der Klaas wird drüben fertig sein mit Mulchen. Kann der direkt weitermachen? Schauen wir mal kurz. Ja, ich glaube, das müssen wir noch machen. Ah ja, genau, perfekt. Heißt, wir fahren schnell darüber. Da muss der das direkt machen. Danach müssen wir da hinten direkt düngen am Feld. Am neuen Feld. Ich weiß gar nicht, was ist denn das? Nummer 32 oder so. Na, schauen, ob der richtig hinfährt. Ja, ich sag mal, gibt's da, können die nicht ihr blödes Maul halten, die Vögel. So, jetzt aber, oder? Ja, macht der genau, perfekt. So, wir müssen einmal hier Zuckerrübenschnitzel wegfahren. Und dann müssen wir gucken, was wir jetzt mit den Feldern machen. Ich würde mal frech behaupten, Feld 26, das allergrößte Feld von allen, bestellen wir mal mit. Ja, wir müssen noch mal schauen, aber wir müssen da jetzt irgendwas machen. Das bringt uns nichts, wenn wir hier das Feld jetzt hier im Game, sage ich jetzt mal, monatelang nicht bestellen. Wir müssen daraus ja auch irgendwie Profit machen. Und ich sag's euch ganz klar, wie es ist. Bleiben wir es da hinten rein. So. Alter. Das gibt's doch nicht. Wo sind sie denn, unsere Produktionen hier? Zuckerrübenschnitzel haben wir. Silage wird jetzt dann auch noch bald produziert. Das wissen wir. Hier haben wir alles. Hier haben wir auch alles. Ich würde ganz frech behaupten. Wolle, Baumwolle haben wir auch überall alles, dass wir, ah ne, sowas, wir schnappen uns jetzt, was brauchen wir dazu, Einzelkörner, einmal hier, und hier auf. Wir schnappen uns hier jetzt mal ganz schräg einfach direkt unsere Sämaschine, weil ich glaube, es braucht ewig zum Wachsen, erwachsen, wenn wir das jetzt machen. Aber dass wir vielleicht noch mal ein Feld, ein großes Feld Baumwolle noch mal machen. Wir haben zwar noch was, aber dann hätten wir halt immer mal wieder noch mehr, weil es halt auch gut Geld gibt, diese Kleidung, was wir daraus machen. Kann mal schauen. Da hatte ich Baumwolle, glaube ich. Kann man noch mal gucken. Baumwolle. Ja. Ja, komm, das machen wir jetzt. Wir schnappen uns jetzt hier den TN8 direkt. Ich bloß die Frage, wir müssten eigentlich noch mal auffüllen. Saatgut und Dünger. Das ist jetzt die Frage mit dem Herfahren. Also sorry Leute, aber heute ist im Hintergrund echt komisch, echt nervig, sorry dafür. Wenn ihr Bock habt, natürlich wollte ich noch was dazu sagen, könnt ihr auch auf Twitch vorbeischauen. Wir sind zum Beispiel jetzt auch einfach live, immer so Wochenende, jetzt gerade aus zwar unsere Woche, wo ich aufnehme, weil ich gerade jetzt die Woche zu Hause bin. Aber sonst eigentlich meistens dann halt Wochenende, weil ich einfach auch so viel zu tun habe. Jetzt müssen wir mal schauen, ich glaube, ich komme so gar nicht rum. Nee, es war klar. So.
Oh, jetzt komm doch. Okay, das füllt's mal auf. Ich glaube, wir haben kein Ding mehr. Ja, okay, wir haben gar nichts mehr. Okay, passt. Heißt, wir müssen jetzt auch bald wieder Flüssigding und Saatgut shoppen gehen. Gut zum Wissen. So. Aber wir sind jetzt einfach mal so frech, schnappen uns den direkt, zack, aus Feld 26. Soll da direkt das Feld mit Baumwolle bestellen. Weil Baumwolle braucht auch lang zum Wachsen, so viel ich weiß. Und wir müssen ja irgendwas mit dem Feld machen. Es bringt jetzt nichts, wenn wir hier noch ewig lang rum überlegen. Und die Entscheidung einfach mal schnell, zack, komm, machen wir schon mal Baumwollballen. Diese 10.000 Liter Ballen. Es mangelt nicht an Baumwolle, gar nicht, aber dann, das ist einfach ein gutes Endprodukt. Das hält lange, sehr, sehr lange hält die Baumwolle, bis es alles verarbeitet ist. Und es bringt einfach immer konstant Geld, die Kleidung, wenn wir sie verkaufen. Also, ist eine sichere Einnahmequelle, sage ich jetzt mal. Was, Alter, diese Autos, irgendwo hinter mir fährt der einfach in mich rein. Und ich fahre ganz normal erst, weißt, aber nee. Der kommt nur von hinten und gibt mir einfach. So. Bin jetzt mal gespannt, wie die Kühe produzieren mit der Milch. Müssen wir dann, wir müssen uns auf jeden Fall dann noch ein, ich bin mir noch überlegen, wenn LKW kaufen mit Fass einfach oder ob wir irgendwie ein Fass kaufen. Für einen Traktor oder Auto oder sowas zum Anhängen hinten, weiß nur nicht ganz genau. Sorry, gerade nicht auf die Straße geschaut, so. Die sind so frech, die hören einfach nicht auf. Diese blöden Vögel im Hintergrund nochmal, sorry dafür. Ich hoffe, das reicht jetzt nicht raus, oder ihr sagt das direkt, deswegen ist Video kacke. So, jetzt mal hier aufklappen. So, und dann direkt einmal hier rein. Wir haben hier schon die erste Dingestufe, müsste das jetzt hier sein. Mein Gott, echt. So. Aber ich glaube, vielleicht wir müssen noch mal auffüllen. Ah, jetzt machen wir aber ja natürlich automatisch zweite Düngestufe schon. Perfekt. Ja, zweite Düngestufe ist drauf. Gegen 150. Gedingt 100%. Ja, okay, passt. Perfekt. Hier machen wir das. Der ist noch hier unterwegs, der musste noch düngen. So. Das Zeug. Was sollen wir das den machen lassen? Ja, komm. Das Zeug muss alles zum Shop. Alles verkaufen. Dass der Hänger mal wieder leer wird. So, der darf das machen. Kann immer ordentlich ziehen. So, Helfermenü. Freie Fahrt darf der einmal ganz da hoch. Perfekt. Macht es aber. Jetzt hat kaum, der braucht eine Aufgabe, die kriegt er jetzt. Okay, ich hoffe, der macht's. So, perfekt. Perfekt, das macht der. Wir Aufgaben. Psst, sag mal, Aufgaben sind so gut, sind so ganz gut verteilt. Wir nehmen jetzt nochmal hier unseren Lexion und werden unsere Wiesen nochmal mähen. Lexion sage ich schon, tut mir leid. Unseren Terratrack, unseren neuen. Werden mit dem parallel unsere Wiesen nochmal mähen. Weil wir auch bald wieder etwas größere Investitionen
mäßig unterwegs sein wollen und die 300.000 da eigentlich nicht gerade viel sind. Und deswegen müssen wir noch mal ein bisschen Geld verdienen. Und ich dachte mir, wir machen einfach zwischendurch einfach mal Silageballen, was wir noch nie hier im LS22 gemacht haben. Und ich eigentlich auch noch nie irgendwie im, ja, allgemein noch nie im LS. Doch im LS allgemein schon, aber das war sehr alt. Nicht mal 19 habe ich Silageballen gemacht. Das müsste 17 oder so gewesen sein. Um da einfach mal nochmal dann die Silageballen in die BGA, wenn sie gegärt sind, reinzuschmeißen, da die auch so gut wie keine Gärzeit haben. Und man damit doch eigentlich relativ gut und schnell auch Geld verdienen kann. Gärreste dabei rumkommen, die wir eben auch noch brauchen. Und deswegen dachte ich mir, komm, wir nehmen jetzt hier mal unsere neuen Glas hier auf die Wiese. Schauen mal, normalerweise müsste sie schon reif sein zum Mähen. Wenn nicht, müssen wir noch ein bisschen warten. Ah, das sieht gar nicht so gut aus. Müssen wir wahrscheinlich noch etwas warten. Grüße gehen raus, dankeschön für die Grüße. So, ja, wir müssen hier auf jeden Fall noch ein bisschen warten mit Man. Jetzt können wir mal ganz kurz schauen, wir haben hier oben noch eine Wiese. Feld 2 wäre das. Wir können da mal schnell hochswitchen. Ja, komm, wir rennen da mal hin und gucken mal, wie weit die Wiese ist. Ich glaube aber, die wird nicht besser sein, weil wir, glaube die untere vor der großen gemacht haben. Sonst hätte ich gesagt, fangen wir dann direkt hier mal an. Das gibt's doch jetzt nicht. Komm ich da drüber? Boah, ja, das war's jetzt mal wieder komplett, oder? Ah, hier. Ah ja, okay. Okay. Ja gut, das braucht noch ein bisschen. Das heißt, wir machen dann hier direkt weiter, wenn es soweit ist alles. So. Der macht hier seinen Job. Zweite Dingestufe ist drauf. Perfekt. Okay, ja, sehr, sehr schön, 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 schön. Wie ihr seht, bin ich hier aber gerade mittendrin. So, der steht hier bereit. Heißt, wir gehen mal kurz in den rein, stellen den schon mal alles bereit. Welchen Helfer habe ich gestoppt? Hä, habe ich den gestoppt auszusehen? Oh, okay. So, bin mal gespannt, was hier auch an Silageballen dann runterkommt. So, kann man alles schön hinten ablegen, das passt perfekt. Sortiermäßig, die haben alles. Hühner haben alles. Schweine haben alles. Schafe haben auch alles komplett. So, wo ist denn unsere andere Helfer? Okay, der ist gerade hier. Okay, dann gucken wir nochmal durch. Sockumhurst und so haben wir auch. Alles Weizen haben wir auch noch was. Soja, Sonnenblumen, Baumwolle machen wir jetzt. Ja, das kann man eigentlich so alles lassen. Heu, Stroh. Ja, perfekt. Was ist denn jetzt hier mit dem? Ja, komm, ich übernehme den, dann fahre ich mit dem einfach. So, Leute, ich verkaufe das jetzt noch. Bin mal gespannt, was da rumkommt. Ich denke, da werden auch noch ein paar Zehntausende rumkommen. Wenn wir haben hier jetzt 1800 Liter Eier, 8000 Liter Wolle, 4600 Liter Honig. Aber ihr seht, da werde ich noch ein bisschen brauchen, bis ich da ankomme. Wir hätten auch den anderen losschicken können, aber warum nicht? Ich würde trotzdem sagen mal, Leute, ich bin raus fürs Erste. Wenn das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren. Bald haben wir vielleicht die 20 Abos hier auf dem Kanal erreicht. Und ja,
viel Spaß noch bei euch, schönen Tag euch noch, je nachdem wann ihr das Video angeschaut habt. Ich bin jetzt erstmal raus, bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen, aktiviert die Glocke, um immer wieder mal dabei zu sein und aktiv auch mitzuwirken. Aber bis zum nächsten Mal, tschüss und ciao.